Stellt euch vor, ihr geht zur Schule. Aber ihr lebt auch hier. Denn es ist ein Internat. Nun stellt euch vor, dieses Internat wird auch von euch betrieben. Ihr haltet Haus und Hof in Schuss. Ihr organisiert und kocht die Mahlzeiten. Und seid für einen 2 Hektar großen Garten verantwortlich. Willkommen an der Fachschule für Hauswirtschaft im ländlichen Raum Hanerau-Hademarsche. Sonntag ist Anreisetag. Morgen fängt die Internatswoche an. Jeden Sonntag bilden wir eine Fahrgemeinschaft. Patricia und Katja besuchen die Oberklasse. Moin Leute! Grüezi! Na Christine? Na? Anna und ich die Unterklasse. Und was lief am Wochenende? Oh, nicht so viel. Ich habe Bewerbung für Ausbildungsbetriebe rausgesucht. Scheiße, das muss ich auch noch machen. Wieso bist du immer so ein Streber? Ich nutze das Wochenende halt nicht nur zum Saufen. Ach, ich will auch tanzen. Und, was gefunden? Nö, die Typen kannst du alle vergessen. Ich meinte Christine. Ich habe 2 Bewerbungen geschrieben. Einmal an ein Altenheim und einmal an einen Hofladen mit Hofcafé. Nice! In der Fachschule für Hauswirtschaft Hanerau-Hademarschen gibt es 2 einjährige Klassen, die Unterklasse und die Oberklasse. Dazwischen liegen meistens 2 bis 3 Ausbildungsjahre in verschiedenen Bereichen. Nachdem ich vor 3 Jahren die Unterklasse besucht hatte, schloss ich meine Ausbildung zum Hotelfachmann ab. Nun bin ich in der Oberklasse, um hauswirtschaftlicher Betriebsleiter zu werden. Hey, da ist Pitt, guck mal! Geile Schuhe. Danke. Hey, wollen wir nachher Phase 10 spielen? Ja, gerne. Cool. Oh, ist das ein Tatort? Mhm. Ist da schon jemand gestorben? Nein. Hat jemand Lust, mit uns Karten zu spielen? Psst. Ja, also für uns Kriminalisten ist es ja mitunter auch am wichtigsten, die Motive und Beweggründe von Personen zu verstehen und... Ach, das ist die Wiederholung. Da ist der Postbote, der Mörder. Raus hier! Meine Güte, ich wollte euch das doch bloß sagen. Ey, lass uns in die Kök gehen. Lass die Langeweile hier im Krimi gucken. Ich komm mit. Ich auch. Als ich beschlossen hatte, mich hier an der Schule zu bewerben, hatte ich von Freunden immer wieder gehört, was willst du denn auf einer Hauswirtschaftsschule? Ich denke, viele wissen einfach nicht, was für eine Bandbreite an Möglichkeiten die Hauswirtschaft heute bietet. Man kann das gut daran sehen, was wir aus der Oberklasse alles vorhaben. Lena zum Beispiel will später auf ihrem Familienbetrieb ein Hofcafé aufmachen. Anita plant, in einer Klinik die Betriebsleitung zu übernehmen. Marika möchte wie ich im Hotelgewerbe arbeiten und die Welt entdecken. Durch die Fachhochschulreife öffnet sich zudem die Möglichkeit eines Studiums. So habe ich vor, nächstes Jahr Hotel- und Tourismusmanagement zu studieren. Bei der Unterklasse ist es anders. Wir nutzen dieses Jahr als Orientierungsjahr, um selbstständiger zu werden. Vielen dient es aber auch als erstes Lehrjahr in der ländlichen Hauswirtschaft. Du lebst jetzt nicht da. Nein, alles gut.
1904 wurde die Schule als erste landwirtschaftliche Haushaltungsschule für die Provinz Schleswig-Holstein gegründet. Die Aufgabe der Schule war es damals, die Töchter der Bauernschaft für ihre Tätigkeit in den landwirtschaftlichen Betrieben vorzubereiten. Aber die Ziele gingen über das Fachliche hinaus, wie der Propst Treplin in seiner Weihrede erkennen ließ. Nicht nur gelehrt und unterrichtet soll werden in dieser Anstalt, sondern wirklich gebildet. Bereichert an Wissen und Können, veredelt an Herz und Gemüt, sollen die jungen Mädchen dieselbige verlassen. Die Schule entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer renommierten Ausbildungsstätte, die bewährte Tradition immer wieder mit den Anforderungen der jeweiligen Zeit verband. Hast du auch schon Elternzeit? Nee, ich wollte noch mal in den Fitnessraum gehen. Also an deiner Stelle, da hätte ich weiter geschlafen. Mhm. Wir haben Hunger. Na mein Gott, nun warte doch mal. Guten Appetit. Na, Eva, freust du dich schon auf die Unterweisung später? Ah, denk dran, du brauchst Küchenkleidung. Ich habe mir das ganz fett in meinen Terminkalender eingetragen. Aber irgendwie geht's mir nicht so gut. Oh, das ist echt ein bisschen blass aus. Geh mal lieber zur Betriebsleiterin. Nach dem Frühstück beginnt die Ämterzeit. Da kümmern sich alle um Haus und Hof. Bist du schon mit dem Tischplan fertig? Fast, ich brauche nur eine Sekunde. Soll ich dann schon mal die Geburtstagsgrüße für Katja holen? Ja, gerne. Das ist unser Gartenbereich, wo wir selber Gemüse und Obst anbauen. Damit versorgen wir zum Teil unsere Schulküche sowie den Hofladen. Morgen! Moin! Ich würde einmal das Blumengesteck abholen. Na klar. Bitteschön. Dankeschön. Magst du noch die Schmutzwäsche mitnehmen? Klar, mach ich doch. Danke. Gerne. In der Schule achten wir sehr auf Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel in der Reinigung. Dort testen wir, welche Wasch- und Reinigungsmittel sich für die Schule eignen, aber auch die Umwelt schonen. In den Ämterzeiten reinigen die Schülerinnen des Internats und Schulgebäude eigenständig. Zudem wird die Wäsche, die anfällt, selber gewaschen und geglättet. Hey, habt ihr den Kuchen schon fertig? Ja, ich gucke ihn. Als Küchenamt ist man dafür zuständig, das erste und zweite Frühstück, Kaffee und Abendbrot vorzubereiten und die Küche wieder auf Vordermann zu bringen. Hier, guck mal. Gut sieht er aus. Ja, danke. Oder? Ja. Super, vielen Dank. Würdest du dir vorne hinstellen? Ja, gerne. Der Service deckt zum Frühstück und zum Abendbrot die Tische ein und stellt die Speisen bereit. Um 7:45 fängt der Unterricht an. Es gibt ganz normale Unterrichtsfächer wie Deutsch und Englisch, aber viele Bereiche befassen sich direkt mit der Hauswirtschaft, wie Gesundheit, Betreuung, ländlicher Tourismus und Ernährungstechnologie, wo unser Mittagessen gekocht wird. Okay, wir machen ja heute die Sauce Hollandaise in abgeschlagener Version. Mit welchen Kräutern könnten wir das Ganze noch verfeinern?
Anita. Da wir gerade im Garten frische Kräuter haben, würde ich sagen Schnittlauch, Petersilie und Minze. Ja, das passt gut. Achso, wir brauchen auch noch ein laktosefreies Dessert. Wie wäre es mit Kokosmilchreis? Ja, machen wir. Eines meiner liebsten Fächer ist Gartenbau und Vermarktung. Hier sind wir für den Hofladen zuständig und kümmern uns um die Entwicklung und den Verkauf der Produkte. Moin! Moin, Frau Mielke! Heute nehme ich ein Baguette. Gerne. Endlich richtiger Frühling. Ja, perfekt zum Grillen. Dann ist das Wetter nicht so einen Strich durch die Rechnung macht. Also wir wollen auch bald grillen. Können Sie uns etwas empfehlen? Zum Grillen? Wir denken uns da was aus. Nächste Woche haben wir was. Oh super, da bin ich gespannt. Darf es sonst noch etwas sein? Nein, danke. Das macht dann zwar auch 50. Ja. Vielen Dank. Tschüss. 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 Wir brauchen echt mal ein neues Produkt. Aber was? Es ist noch gar nichts im Garten vorhanden. Kennt ihr noch die Rhabarbecue-Soße aus der Unterklasse? Rhabarbecue-Soße? Was soll das denn sein? Die Rhabarbecue-Soße für den Hofladen? Das ist ein spannendes Produkt. Ich glaube, ich weiß auch noch, wie ich das Rezept habe. Ich habe schon mal ein paar Lebensmittel. Sehr schön, dann muss man echt nicht ums Gemüse. Das ist ja. Ich fülle Ihnen dann auch gleich die Bestellliste aus. Ich wollte mir eben nachfragen fürs Tische eindecken, welches Dessert es für den zwei Laktosefreien gibt. Es wird Kokosmilchreis geben, aber der ist schon portioniert. Super, vielen Dank. Dann decken wir Teelöffel ein. Vielen Dank. Nancy, beeil dich. Wir müssen jetzt langsam in den Kühlschrank bekommen. Ich bin gleich fertig. Und denk an, kein heißes Wasser verwenden. Echt heißes Wasser? Ich hätte jetzt kaltes genommen. Komm, gib her, ich mach das. Ich hab doch gesagt, kein heißes Wasser. Genau, dann wird's. Hey Leute. Hi. Genau, und dann Tränke, dann Handout. Was hast du denn gestern Abend so spät noch gemacht? Eigentlich nichts. Ich weiß nicht, warum ich so kaputt bin. Keine Sorge. Im Betreuungsnachmittag rütteln wir dich wieder wach. Das klingt nach einem Plan. Und was habt ihr denn so mit uns vor? Das ist noch geheim. Aber denk an deine Sportklamotten. Auf jeden Fall. Vielleicht legen Sie sich noch einen Augenblick hin. Aber ich habe doch gleich Unterweisung mit Pitt. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Das werden wir schon irgendwie regeln. Möchten Sie noch einen Tee oder eine Wärmflasche mit nach oben nehmen? Oh, Christine hat noch keine Unterweisung. Ländlicher Tourismus. Bitte, Christine? Also auf Amrum finde ich die Dünenlandschaften. Guten Tag, Frau Brauer. Christine müsste in die Unterweisung. Wir haben eine Krankmeldung. Kein Problem, wir machen nur noch schnell das Kapitel zu Ende. Ja, auf Amrum finde ich okay. So, wir machen schnell das Kapitel zu Ende, ohne Unterbrechung. Oh. Na, da kannst du ihn einmal umdrehen und das schön in zentimetergroße Stücke schneiden. Das sollte ich wohl hinkriegen. Genau, dann kannst du auch schon mal anfangen. Okay. Und am Ende diagonal. Genau richtig. Wichtiger Bestandteil der Ausbildereignung ist die Unterweisung. Als Oberklassenschüler vermittle ich hier praktische Fertigkeiten der Hauswirtschaft an eine Unterklassenschülerin. Schön so gut wie randvoll, damit wir keine Luftblasen drin haben. Und auch direkt nach dem Einfüllen fest verschließen. Okay. Genau. Darfst du genau das gleiche jetzt machen. Alles klar. So, prüfen wir nochmal, ob Ihre Kartoffeln da sind. Und da hat es auch schon geklingelt. Sie können jetzt ausfüllen. Bitte achtet darauf, dass die jeweiligen Gerichte zu der jeweiligen Tischnummer gehen, damit jeder Koch sein Essen probieren kann. Gut, dann starten wir.
Das Mittagessen bei uns ist immer auch ein kleines Fest. Dadurch, dass wir selber kochen und manches Gemüse sogar selber anbauen, entsteht eine ganz besondere Wertschätzung der Mahlzeiten. Der Service ist wie im Restaurant, wo das Essen am Tisch serviert wird. Mit dem Unterschied, dass die Köche und Servicekräfte gemeinsam mit uns essen. Schöne Idee. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben. Das sieht man. Ich hole noch mal Wasser. Dankeschön. Oh, danke. Hast du mir das Buch für die Traumreise schon zurechtgelegt? Natürlich, das liegt schon in meinem Zimmer. Super, dann müssen wir ja nur noch die Yogamatten für später rausholen. Ja. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Katja, Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Wunderschön. Guten Appetit. Danke. Danke. Ja, guten Appetit. Ja, guten. Hm. Ja? Hast gut gekocht. Schön. Am Ende räumt der Service alles vom Tisch. Danach beendet eine Lehrkraft das Mittagessen und wir gehen in unsere Ämter. Wir sind fertig mit dem Mittagessen. Ja, danke schön. Schönen Tag noch. Die Ämterzeit geht noch bis 2. Einige haben nachmittags noch Unterricht. Manche haben aber auch frei. Hi, möchtest du mit zum Eisessen kommen? Nee, danke, ich will erst noch mein Oberteil fertig nehmen. Aber euch viel Spaß. Dankeschön. Hallo, wollt ihr mit zum Eisessen? Wollen schon, aber Nancy wollte mir gerade Mathe erklären. Ach so, okay, dann für euch viel Spaß. Danke, gleichfalls. Oh, hey Katja, willst du mit uns Eis essen? Oh ja, aber mit Sahne und Schokosoße. Supi. Beeilt euch! Na komm, Lisa. Ja. Das geht. Und, wisst ihr schon, was ihr wollt? Ja, ich weiß. 100 Tüte. Der Flaschenpreis ist 28 Cent und der Deckel kostet 7 Cent. Okay, danke. Wareneinsatz 20 plus Gemeinkostenanteil 30 plus Mehrwertsteuer. Das macht meiner Rechnung pro Flasche 3 Euro. Hört sich gut an. Was haltet ihr von einer Probeflasche von der Soße und Brot dazu und das dann auf kleinen Tellern? Oder lieber auf Zahnstochern, dann haben wir nicht so viel Abwasch. Ja, das klingt gut. Durch die Säure des Rhabarbers im Zusammenspiel mit dem rauchigen Geschmack der Gewürze gibt es eine einzigartige Grillsoße. Du solltest Werbetexter werden. Ich habe hier schon mal ein paar Naturmaterialien zusammengesucht. Perfekt, Stoffreste von Frau Hansen habe ich auch schon besorgt. Ja, und dann können wir ja starten. Die Oberklassenschülerinnen mit dem Schwerpunkt Gesundheit und Betreuung richten regelmäßig einen Betreuungsnachmittag für die Unterklasse aus. Das Thema heute? Wer kennt sie nicht, die Frühjahrsmüdigkeit? Leidet jemand von euch an der Frühjahrsmüdigkeit? Symptome sind Müdigkeit, Gereiztheit und Stimmungsschwankungen. Ja, das klingt ja ganz nach dir. Stimmt doch gar nicht. Tipps gegen die Frühjahrsmüdigkeit sind viel Sonnenlicht, aktiv bewegen, zum Beispiel durch Spaziergänge
oder Faszientraining. Das schauen wir uns gleich mal an. Neigt euren Oberkörper nach vorne, das Bein nach hinten und nehmt eure Arme zur Hilfe, damit ihr eine bessere Balance habt. Nimm einen tiefen Atemzug und begebe dich auf die Reise in den Frühling. Du stehst barfuß auf einer prächtigen Wiese. Du spürst die Grashalme unter deinen Füßen. Du entdeckst viele kleine Gänseblümchen, die sich über die ganze Wiese verteilen. Dein Weg führt dich in den Wald hinein. Du siehst die grünen Blätter der Bäume und hörst sie im Wind rascheln. Du atmest die frische Waldluft ein und lässt deine Sorgen davonwehen. Du siehst ein kleines Rehkitz, das entspannt in der Sonne liegt. Es schaut zu dir herüber, steht auf und knabbert am frischen Gras. Die Sonne scheint dir auf die Haut und du spürst dessen Wärme. Sie umhüllt deine Arme, deine Beine und deinen Kopf. Du bist voller Energie und weißt, dass du alles schaffen kannst. Nimm nun nochmal einen tiefen Atemzug der frischen Frühlingsluft. Das war ja wieder klar. Danke, da muss ich unbedingt mal probieren. Oh ja, wirst überzeugt sein. Dieses Jahr bin ich tatsächlich der einzige Junge an der Schule. Aber trotzdem fühle ich mich wohl zwischen den ganzen Mädels und wurde auch sehr gut aufgenommen. Ich denke aber, dass sich die Zeiten ändern und sich in Zukunft mehr Jungs hier bewerben. Durch die Schule bin ich selbstsicherer geworden. Ich habe meine Stärken und Schwächen entdeckt und habe gelernt, beides zu schätzen. Die Schule hat mich erwachsener gemacht. Es war wie ein kleiner Schubs aus dem Nest der Familie. Es ist für mich nicht nur eine normale Schule. Es ist ein Ort, wo neue Freundschaften geschlossen werden können und man akzeptiert wird, so wie man ist. Zudem habe ich kennengelernt, dass wahre Freundschaft nicht davon abhängig ist, wie viele Kilometer man auseinander wohnt. In der Schule hat man die Möglichkeit, sich in viele Richtungen auszuprobieren und sich dahin weiterzuentwickeln. Erst recht in der Hauswirtschaft. Denn es ist ein wunderbarer und vielseitiger Beruf für jeden. Man kann einfach in so viele Richtungen einschlagen und seine eigene Kreativität ausleben. Guck mal, Katja, wir haben auch noch eine Kleinigkeit für dich. Einmal hier so eine Qualle. Oh, wie süß, danke. Und noch für dich, weil ich weiß, wie gerne du die magst. Ja. Ich hoffe, wir essen die heute Abend zusammen. Natürlich. Sehr gut. Aus der ersten Entscheidung, hier in die Schule zu kommen, um ein Jahr zu überbrücken, ist ein Weg fürs Leben geworden.